Ein bisschen grau ist es ja schon, das Gebäude der Schule für die gewerblichen Berufe in der Eiselstraße. Im Hof und im Inneren gibt es jetzt aber mehr und mehr Farbtupfer, denn seit kurzem werden hier auch Floristen und Gärtner ausgebildet. Ja, die Ausbildung der Floristen und auch der Gärtner war zunächst am Standort in Liebschwitz. Das ist eine Berufsschule, die dem Landkreis Greiz zuzuordnen ist. Und mit der Aufgabe des dortigen Standortes sind wir mit den Kollegen aus Greiz übereingekommen, dass das in Gera weitergeführt wird. Denn die Ausbildung der sogenannten grünen Berufe hat eine jahrzehntelange Tradition in Gera, die jetzt unter der Regie der Stadt eben am Standort in der Eiselstraße weitergeführt werden soll. Für den amtierenden Schulleiter Joachim Block eine wirkliche Herausforderung. Es ist ein kleiner Bereich, der so viel Platz braucht. Also an Lagerkapazitäten, das war schwierig. Die Räumlichkeiten selber, in denen wir jetzt hier gerade sind, das ist kein großes Problem gewesen. Das Problem war eher, die Mittel freizuschießen, um diesen Raum herzurichten zu können. Denn wir wissen alle, die Haushaltssituation in der Stadt Gera ist ziemlich prekär. Und das zu machen, das ist, also muss man sich einfach nur bei der Stadt bedanken, dass sie das auf die Reihe gekriegt haben. Insgesamt 12.000 Euro hat die Stadt investiert. Im Außengelände wurde eine 300 Quadratmeter große Fläche urbar gemacht, wo die angehenden Floristen und Gärtner ab nächstem Frühjahr praktisch arbeiten werden. Weiterhin wurde ein Unterrichtsraum in ein Floristikkabinett mit Wasser- und Elektroanschlüssen umgewandelt. Wir haben versucht, aus den gegebenen Bedingungen das Beste zu machen. Man hat ja heute gesehen, das ist das Floristikkabinett. Wir hatten früher natürlich mehrere Räumlichkeiten, aber wir haben das jetzt gedrängt in einen Raum. Das klappt auch mit der Umsetzung des Unterrichts. Wir haben noch Lagerräume bekommen, wo wir das lagern können. Wir haben auch noch außerhalb der Schule Lagermöglichkeiten gefunden, wo wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wir arbeiten mit Gestellen, wir arbeiten mit einer Dezimalware, die wir einsetzen in der Raumgestaltung, und dass wir das dort lagern können. Wir haben viele Helfer gefunden. Trotzdem sind die Azubis in der Eiselstraße immer auf der Suche nach Sponsoren. Vor allem Pflanzenspenden von Floristenkollegen sind hier gefragt, um die Qualität der praxisnahen Ausbildung zu sichern. Denn vorerst geht es zum praktischen Unterricht noch an den alten Standort, ins Arboretum nach Liebschwitz.